Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sein. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Yeah. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Was für ein Chaos. Wo kann es nur sein? Mein Handy hat nicht mehr viel Akku und ich finde mein Ladegerät einfach nicht. Wo hat mein Onkel es noch hingetan? Meine Güte, was für ein Chaos! Nein, das ist es nicht. Ja, ich hab's gefunden. Ich muss diesen Kabelsalat entwirren. Und mein Akku ist schon fast leer. Oh, und wir müssen auch noch das VIP-Pad auspacken. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, was machst du da? Aber Onkel Fabio, weißt du, was da alles in diesem Chaos ist? Nichts, nur vier kleine Kabel. Mal, der einzige Grund, warum du mir nicht helfen musst, dieses Chaos aufzuräumen, ist, weil ein VIP-Pad hier ist. Und sie wartet schon ganz schön lange. Ich hab sie schon gesehen. Wer könnte das sein? Und welchen Look verpassen wir ihr? Finden wir es raus. Ich kann schon fast sehen, wer es ist. Ahnst du es schon, Onkel? Ich glaube, es ist das VIP-Pad, das so gerne meditiert. Natürlich ist es Nila, das spirituellste VIP-Pad. Was für ein cooles Tattoo! Das ist fabelhaft! Nila! Wir könnten ja zum Beispiel den gleichen Look machen wie auch in der Folge Was für ein Chaos. Ein Chaos ist das, was wir hier haben. Darum kümmern wir uns später. Jetzt ist erstmal unsere Kundin dran. Aufgepasst, VIP-Pets-Freunde. Für diesen Look benötigen wir Nilas Kamm, dieses Accessoire, das uns beim Flechten hilft, ein Haargummi, diese super coolen Sticker, ihr Haarband und ihre Halskette. Legen wir los. Wie ihr bereits wisst, müssen wir als allererstes ihr Haar kämmen. Dieses Mal werden wir ihr einen Zopf auf der Seite flechten. Deshalb müssen wir zuerst einmal das ganze Haar auf eine Seite legen. Und jetzt nehmen wir das Haar zusammen und teilen es in drei Partien. Okay, verstanden. Jetzt, um das Haar zu flechten, nehmen wir dieses Accessoire und wir haken es da ein, wo unser geflochtener Zopf anfangen soll. Und dann legen wir die erste Haarpartie hier rüber. Danach machen wir genau das gleiche mit den restlichen Haarpartien. Und jetzt, wenn wir den Zopf fertig geflochten haben, wickeln wir ein Haargummi darum, damit der Zopf nicht wieder aufgeht. Das sieht ja toll aus, Onkel Fabio. Und was jetzt kommt, macht es noch besser. Du wirst sehen. Wenn ihr Probleme damit habt, das Accessoire zu benutzen, denkt daran, dass ihr immer einen Erwachsenen um Hilfe bitten könnt. Natürlich. Was jetzt kommt, macht super duper Spaß. Jetzt kommen die Sticker, stimmt's? Ganz genau. Jetzt nehmen wir die Sticker, die uns am besten gefallen und verteilen sie auf dem kompletten Zopf. Das ist perfekt. Darf ich ihr jetzt den Haarreif anziehen? Natürlich. Jetzt fehlt nur noch die Kette und Nila ist fertig für ihren Unterricht. Wirklich toll aus. Komm, lass uns ein Foto für Social Media machen, denn Nila muss gleich los zu ihrer Yogastunde und ich habe fast keinen Akku mehr. Lass uns das Foto machen. Oh, jetzt ist der Akku endgültig leer, aber Lady Chichi wollte mich anrufen. Hilf mir, diese Kabel zu entwirren. Vielleicht finde ich ja dann das Ladegerät. Komm schon, Onkel Fabio. Alles, was ich brauche, ist das Ladegerät. Yay! Das ist
ist das Ende unseres heutigen Tutorials. Denkt dran, dieses Video zu liken und unseren Channel zu abonnieren. Genau, das ist so wichtig. Das ist es. Bis bald, VIP-Pets-Freunde. Bis zum nächsten Mal.